Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich nur drei Produkte, die sind meine Favoriten. Davon ist eine neue Favorit für die Haare. Zwei Produkte habe ich mir nachgekauft, eine um Make-up entfernen und die dritte, das ist Toner für das Gesicht. Wir fangen mit das neueste Produkt persönlich für mich, obwohl über dieses Produkt für die Haare, ihr habt schon bestimmt auf Instagram Werbung gesehen, ich war schon Ewigkeit neugierig und endlich habe ich mir das auch erste Mal bestellt. Übrigens, ich muss dieses Video ganz schnell machen, weil meine Familie jetzt gerade grillt. Es riecht schon so lecker. Also, deswegen, ich verspreche euch, es wird nicht so lang. Es geht um dieses Produkt für die Haare von Marke Wow, Cola Wow. Habt ihr schon davon auch was gehört? Übrigens auf YouTube, irgendwo, ich habe noch bei keinem über dieses Produkt Video gesehen. Also, deswegen war ich besonders neugierig. Und zwar Dream Coach Supernatural Spray. Amazing, was ist das? Humidity. Das ist komische Sprache. Ich sage euch mit meiner Sprache. Okay. Solltet Haare Glow geben und solltet beim Haare föhnen und Haare stylen helfen, damit sie werden glatt, seidig, schön auszusehen. Und es ist eine Spray, hier ist 200 ml. Also man könnte so öffnen, ja. Hier tatsächlich ganz, ganz feiner Sprühnebel kommt raus. Was ist natürlich auch ein großer Vorteil. Gibt es ein paar Varianten. Eine für Locken stylen, wenn ihr wolltet Locken haben. Ich wollte es mal probieren für glatte Haare machen. Okay, heute ist keine glatte Haare. Ich habe dieses Spray dieses Mal auch benutzt, aber gestern. Ich wasche meine Haare jeden zweiten Tag. Also das bedeutet, gestern habe ich meine Haare gewaschen, heute ist es das, was übrig geblieben und morgen wasche ich wieder meine Haare. Normalerweise, die sollen nicht so wellen so haben, aber weil ich gestern im Garten bei gutem Wetter arbeitet habe, natürlich ein bisschen geschwitzt und Hut getragen, ja, deswegen diese natürliche Wellen rauskommt und ja, meine Haare auch am zweiten Tag liegen gut. Was macht dieses Produkt tatsächlich bei mir persönlich? Erstmal, was ich mir gemerkt habe, das ist auch sofort ein Tipp, damit ich nicht vergesse. Man sollte bei diesem Produkt nicht so ganz sparsam sein, weil ich habe beim ersten Mal nur ein paar Mal aufgetragen und dann habe ich gedacht, und also beim Haarstylen, ich habe nicht so großen Unterschied gesehen, außer dass ja, Haare wurden beim Kämmen ganz leicht gehen, also Haare fühlen sich viel glatter. Aber ich habe diesen Wow-Effekt nicht gemerkt. Dann gestern zum Beispiel, ich habe tatsächlich mehr auf meinen Haare überall aufgetragen, gekämmt und dann getrocknet. Tatsächlich, dieses Spray hilft, damit Haare werden mehr glatt. Die fühlen sich sowas gesund, die sehen gesund aus, die liegen gut, die fallen, tatsächlich fallen. Aber die werden, was ist natürlich für mich Plus, die werden nicht schwer, das bedeutet, die werden nicht auch am nächsten Tag wie heute nicht ölig aussehen und nicht schnell ölig werden, auch nach diesem Produkt. Aber die werden auch mehr so seidig, aber nicht so seidig wie, wisst ihr, so, dass wie Pustenblumen, so. Nein, die werden doch ein bisschen schwer, aber das ist, wie sagt man das? Also die fallen gut, aber gleichzeitig man könnte die stylen, weil ihr seht auch heute zum Beispiel diese Wellen, also auch funktioniert. Nur natürlich, wenn ich mit diesem Produkt wollte Wellen machen, dann ist es fast unmöglich, weil die wären doch mehr glatt. Für die Wellen muss man zweite Produkte nehmen. Auf jeden Fall, was habe ich trotzdem nicht so gemerkt, diese Glow, das was wenigstens in Werbung habe ich gesehen, unglaublich, diese Wow Glow habe ich bei meinen Haaren nicht gemerkt. Obwohl ich benutze, ihr habt schon gesehen in einem meinem Haul Video, oder welches Video war das? Keine Ahnung. Also, ich habe jetzt für mich Dyson Airwrap Haar Styling Tools gekauft und ja, schon nach diesem Haarföhn, meine Haare fühlen sich nicht geschädigt. Also, diese Tools bis heute, ich benutze jeden zweiten Tag und ich will ihn nicht mehr vermissen. Das könnte natürlich auch helfen, ja, so, damit Haare mehr gesund aussehen. Aber was ich heute euch sage, nichtsdestotrotz, dass ich Dyson benutze, meine Haare trotzdem war mit diesem Mittel nicht so, dass ich sage, wow,
ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr Brillant-Effekt in meine Haare erwartet. Nein, die sehen gut aus, so, aber diese Wow, diese, nee, doch habe ich nicht gemerkt, wenigstens an meine Haare. Wenn ihr kennt dieses Produkt, wenn ihr benutzt, erzählt mir, ist das bei euch auch so? Übrigens, ich habe die lange nicht gebürstet. Wie sie schön und gesund aussehen, wie sie fühlen sich, wie toll die beim Stylen tatsächlich mir glatt, gerade stylen, ja, so, nee, doch, ich wollte, seht ihr, so glatt die war. Übrigens, wenn ich die kenne. Und die sind so, so lebendig. Ich wollte heute doch ein bisschen mehr so diese Volumen. Okay, dieses Produkt trotzdem gefällt mir richtig gut. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr mögt glatte Haare, wenn ihr habt Probleme mit Haare stylen, wenn eure Haare sind strapaziert, trocknen übrigens, ja, auch super, wenn ihr habt trocknende Haare. Wenn ihr habt nicht so viel Haare und die sehen, wie gesagt, Pustenblumen aus, wenn sie fliegen, auch beim Gehen, also dann könnte ich auch dieses Produkt sehr, sehr empfehlen. Auch wenn ihr habt weniger Haar oder sehr viel Haar, wenn ihr habt dichte Haar, ich denke besonders auch wenn ihr habt dicke Haare, ihr werdet mit diesem Produkt sehr zufrieden. Übrigens, ich habe diese Produkte, so zwei Produkte wenigstens hier, beim Purish Online-Shop für mich bestellt. Bei mir natürlich da praktisch ist, weil erstmal ich selber mit Purish arbeite und ich habe selber Rabattcode. Nur Nathalie, pardon. Ich habe verschiedene Rabattcodes für verschiedene Läden. Übrigens, alle Rabattcodes, was ich könnte euch anbieten, ihr findet unter meinem Video im Infobox und wie viel Prozent ihr könnt da bekommen. Also, selber ich beim Purish, wenn ich bestelle, ich benutze natürlich meinen Rabattcode Nathalie, damit man könnte 15% sparen. Das Einzige, ich denke doch, beim dieser... Boah, ich habe vergessen, ich wollte euch jetzt doch nicht lügen. Ich weiß nicht, ob bei diesem Produkt habe ich doch Rabattcode. Also nicht bei jeder Marke meine Rabattcode Nathalie gültig. Aber egal. Wie gesagt, ich bestelle da, weil für mich ist auch praktisch. Ich weiß, dass die Waren kommen sehr schnell. Ab bestimmter Summe, ich habe vergessen welche, aber schaut ihr gerne. Ich würde für euch Link lassen zum jedem Produkt, was ich zeige. Und natürlich zum Purish Online Shop und natürlich alle Marken, bei denen man könnte meinen Rabattcode nutzen. Also ich lasse für euch im Infobox. Auf jeden Fall, mir, wie gesagt, passt das. Ab bestimmter Summe, ich muss keine Versand zahlen. Bin sehr zufrieden, tatsächlich. Wow, gefällt mir echt richtig gut. Normalerweise diesen Effekt mit diesem Spray habe ich bekommen nach der Gucci zum Beispiel teuer Masken für die Haare. Wenn ich sehr viel Pflege benutze und dann nach dem Haare waschen, ich benutze noch bestimmte Serum oder, wisst ihr, dann bekomme ich diesen Effekt. Aber hier, ich habe das gleiche Effekt bekommen, nur mit diesem Produkt, ohne dazu viel Tantararam machen. Das zweite Produkt, was ich kaufe mir schon nicht erste Mal nach. Und ich habe mich so gefreut, dass beim Purish gibt es auch diese Marke. Man könnte auch bestellen, weil ich weiß, dass ihr auch bestellt beim Purish durch mich auch einige Produkte und vielleicht, ja, euch fehlt diese Summe, damit ihr Versand nicht zahlen, dann ihr guckt, was könnte man noch empfehlen, noch kaufen, ja. Auf jeden Fall. Ich könnte euch für Make-up entfernen empfehlen von Marke Vanilla Co. Clean It Zero. Das ist eine, diese Cleanser Balm Purifying. Das ist, ja, das sind jetzt die Reste. Und weil ich ohne dieses Produkt kann nicht, deswegen habe ich mir sofort neue Packung nachgekauft. Früher habe ich beim iShop für mich gekauft, aber jetzt preislich ist das gleich, weil beim iShop muss man auf den Bestellung ein bisschen länger warten. Deswegen, ja, für mich ist es viel praktischer. Okay, ihr seht erstmal das noch ganz neue Produkt. Ich weiß dieses Produkt schon seit, also, drei Jahren. Und so kommt das zu uns. Also erstmal hier eine Schutzkappe und drüber ist Löffelchen, damit man nicht mit Finger reingeht, obwohl ich gehe auch sehr oft mit Finger rein. Das ist jetzt meine neue, ja. Hier ist 100 ml, das ist
koreanisches Produkt. Gibt es in verschiedenen Farben mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Da gibt es noch andere Farben, die fand ich wegen Inhaltsstoffen auch gut. Aber genau in dieser Lavendelfarbe ist tatsächlich mit Inhaltsstoffen meiner Meinung nach am besten. Besonders würde passen für empfindliche Haut, für trockene Haut, also für jede Haut, aber besonders wenn ihr habt empfindliche Haut. Essen ist fertig, ich muss schnell. Okay. Diese Reinigungsbalm ist tatsächlich das Beste, was ich bis jetzt probiert habe. Wie gesagt, hier sind sehr gute Inhaltsstoffe. Dieses Produkt nicht teuer, reinigt Haut so gut. Man braucht ein bisschen von diesem Balsam, das ist wie, ja, also, ihr kennt diese Reinigungsprodukte, ja. Man nimmt ein bisschen, schmilzt so gut zwischen Hände. Erstmal, ich verteile sehr gut zwischen Hände. So was leichte Produkt, es ist ölige Textur, aber so leichte Textur. Man trägt auf Make-up, ja, so. Auf der trockenen Make-up, also ich meine, dass man soll nicht mit erstmal Make-up versuchen abwaschen oder nass machen, nein. Zum Beispiel, wenn ich wollte mich, oh Gott, wie sehe ich aus? Wenn ich wollte jetzt mein Make-up abwaschen, dann erstmal sowieso, ich würde getrennt Mascara wegmachen und meine Lippen erstmal wegmachen. Aber nichtsdestotrotz, man könnte zum Beispiel auch mit allem, ja, erstmal diese Balsam zwischen Hände verteilen und dann im Haut sehr gut auf Make-up einmassieren. Erstmal diese Balsam ändert sich in eine tatsächlich ölige Textur, sieht dann Gesicht richtig ölig aus. Dann mit feuchten Händen, ich würde diese Balsam nochmal einmassieren in meine Haut, aber mit feuchten Händen und dann Konsistenz ändert sich auf eine Milchtextur, eine Fluid, die ist sofort sehr leicht und fühlt sich nicht mehr so ölig. Dann ich nehme eine Waschmop für Make-up entfernen und dann wasche ich das mit Waschtuch, ja, so alles sehr gründlich ab. Dann gehe ich nochmal mit Wasser drüber und dann ich benutze auf jeden Fall einen Reinigungsschaum, um diese Öl, diese Reste von diesem Balm und von meinem Make-up aus dem Haut entfernen. Funktioniert sowas gut. Also Gesicht wurde so gut gereinigt. Bleibt keine Reste in die Poren. Also super. Dieser Balsam enthält keine Palmöl, verstopft Poren nicht. Also für den Haut überhaupt nicht schädlich. Also dieser Balsam ist tatsächlich das Beste. Und wie gesagt, preislich ist sowas gut. Das letzte Produkt habe ich mir beim Douglas nachgekauft. Es war 20% damals Aktion von Kiehl's Calendula Herbal Extract Toner ohne Alkohol, ohne Parfüme. Ich kaufe mir schon, ich denke, dritte Mal nach. Für meine empfindliche Haut mit Rosacea, Kuperose. Dieser Calendula Extract ist sehr gut. Calendula unterstützt unsere Zellen und unterstützt unsere Kapillaren, diese Gefäße. Ich denke, wenn ihr habt diese Rosacea Kuperose, dann ihr wisst, über was ich rede. Also egal, diese Produkte gut für jede Hauttyp, aber besonders für die Leute, die haben tatsächlich Probleme mit dem Hauttoner. Hier unten enthält selber diese Extrakte. Seht ihr, diese Calendula-Blättchen, die da schwimmen in Flasche. Ich weiß nicht, wie kann ich zeigen. Hier, oh, genau. So kann man jetzt sehen. Ich benutze als Toner natürlich und sehr gut für pH-Wert unserer Haut. Beruhigt Haut sehr gut, spendet Feuchtigkeit. Haut ist so gut dann für weitere Schritte in meine Pflegeroutine vorbereitet. Naturprodukt, okay. Von Kiehl's Produkte sind teuer, aber die ist so gut für meine Haut. Deswegen, besonders wenn ich merke, dass meine Haut irritiert, dann nur diese Calendula. So. Das war schnell, hoffentlich konstruktiv. Jetzt, ich bin sehr hungrig, Familie wartet, deswegen ich würde laufen. Wenn ihr habt Fragen, schreibt mir bitte unter mein Video in den Kommentar. Ich würde gerne jede Frage beantworten, wenn ich natürlich davon Ahnung habe. Ansonsten vielen Dank für's Zuschauen und wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.